Wir sind jetzt im Dokumentationszentrum der Gedenkstätte Grafneck und stehen mittendrin in unserer Dauerausstellung Grafneck 1940 Geschichte und Erinnerung. Wir stehen hier im Raum 1, der sich mit der Geschichte des Jahres 1940 beschäftigt. Die Ausstellung hier, dieser Raum 1, hat 4 Kapitel. Und zwar beschreibt er ganz zu Beginn die Zäsur, die dieses Grafneck 1940 darstellt mit der Ermordung von 10.654 Menschen hier auf dem Gelände zwischen dem 18. Januar und dem 13. Dezember. Die Motivation der Täter versinnbildlicht dieses Propagandabild. Wir bezeichnen es heute als Propagandabild, war aber gleichzeitig eine Abbildung im Biologiebuch der Oberstufen der Klasse des Jahres 1940. Sie sehen die Opfer dargestellt als Ballast für, würden heute sagen, für die Gesellschaft, damals die Volksgemeinschaft, und zwar eine doppelte Last, das kommt im Text sehr deutlich und klar zum Ausdruck, eine biologische Last, hier bezeichnet diese Menschen als erbkrank, und eine ökonomische Last, es wurde nämlich sofort ausgerechnet, wie viel Geld und wie viele Reichsmark diese Menschen dem deutschen Staat und damit auch dem Steuerzahler kosten. Wir gehen gleich in Kapitel 2 und 3 der Ausstellung. Diese Kapitel beschäftigen sich mit Tätern und Opfern. Sie zeigen diese Vielzahl der Täter, die für dieses Verbrechen 1940 notwendig war. Die Planer in Berlin, die, wenn Sie so möchten, Schreibtischtäter in Stuttgart auf den Ministerien und die Täter vor Ort hier in Grafneck. Für die Opfer steht stellvertretend dieser junge Mann. Er war einer von diesen 10.654 Menschen. Er wurde im November 1940 ermordet, als unwert stigmatisiert. Im Grunde, er war ein Langzeitpatient in einer dieser vielen, vielen Kliniken, aus denen die Opfer kamen. Wir kommen zum vierten und letzten Kapitel. Hier geht es um die Beendigung der Morde im Dezember 1940. Zum einen Protest und Widerstand spielte eine ganz, ganz große Rolle. Zum anderen aber, so würden wir heute sagen und formulieren, auch die Überlegungen der Täter nach 12 Monaten und, ich habe es erwähnt, über 10.000 Menschen, die ermordet wurden, die Täter, die ihre Pläne erreicht sahen und dies hier in Grafneck einstellten. Die allerletzte Tafel beleuchtet den Zusammenhang zwischen Grafneck und Auschwitz, so steht, so heißt es in der Überschrift, im Grunde genommen zwischen den Euthanasieverbrechen und dem Holocaust. Nicht in dem Sinn, dass Grafneck der Probelauf für diese Verbrechen des Holocaust war. Das ist so oft behauptet und so falsch, wie es kaum anders gesagt werden kann oder deutlich gesagt werden muss, sondern dahingehend, dass tatsächlich Grafneck zwar für diese Zäsur steht, für den Übergang von Ausgrenzung zur systematischen Ermordung von Menschen, aber der Zusammenhang ist vielmehr der, dass das Personal von Grafneck übernommen wurde für die Großzahl des Personals von Grafneck übernommen wurde für die Vernichtungszentren im Osten, sprich als Kommandanten von Belzec und Treblinka, als Lagerärzte in Auschwitz-Birkenau oder wie dieser Polizeibeamte aus Stuttgart als Generalinspekteur der Aktion Reinhardt. So, wir kommen jetzt in den zweiten Raum unserer Dauerausstellung. Dieser zweite Raum ist überschrieben mit Erinnerung. Das meint Erinnerung an das Jahr 1940. Im Kern geht es hier um die Frage, wie ging die Gesellschaft nach 1945 mit diesem Verbrechen der Ermordung von über 10.000 Menschen um? Was ist mit dem Ort hier passiert? Lässt sich sehr einfach beantworten in der Ausstellung. Die Evangelische Samariterstiftung kam zurück. Grafneck ist bis heute wieder eine Einrichtung, wo behinderte Menschen arbeiten und leben. Zum Zweiten, wie ging die Gesellschaft mit den Tätern um? Standen die vor Gericht? Wurden die schuldig gesprochen des Mordes? Wurden sie amnestiert? Was auch immer. Wir sehen hier das Beispiel des Grafneck-Prozesses in Tübingen und natürlich den Nürnberger Ärzteprozess, wo einer der Hauptverantwortlichen für die Euthanasieverbrechen, der Professor Brandt, zum Tode verurteilt und schließlich auch hingerichtet wurde. Wir gehen dann sehr, sehr schnell in die 60er bis in die 70er Jahre hinein und da zeigt sich, dass diese anfängliche Beschäftigung mit den Euthanasieverbrechen sehr, sehr schnell abebbte und im Grunde genommen nur noch marginal
Stimmen gab, sehr, sehr wenige Zeitungsartikel, die sich mit diesen Themen beschäftigt haben. Im Grunde geht es in dieser Zeit um Erinnerungsverweigerung, es geht um das Nicht-Thematisieren dieser Geschichte. In den 80er und 90er Jahren bewegen wir uns zu auf die Gedenkstätte. 1990, wenn Sie nachrechnen, 50 Jahre nach den Verbrechen, wurde die Gedenkstätte Grafeneck gebaut unter dem Leitgedanken, das Erinnern braucht einen Ort, bis heute nach wie vor gültig. Nach 1990 setzte langsam die wissenschaftliche Forschung ein, es setzte die Suche nach den Namen der über 10.000 Opfer ein. Heute sind fast 10.000 dieser Opfer namentlich wieder bekannt. Die Ausstellung hier im zweiten Raum schließt mit dem Kapitel der Arbeit der Gedenkstätte Grafeneck heute im 21. Jahrhundert. Was sind die Aufgaben und Funktionen von so einer Gedenkstätte wie Grafeneck? Es ist natürlich nach wie vor die Erinnerung an dieses Menschheitsverbrechen wachzuhalten, gar keine Frage. Wir sind Ansprechpartner für Kommunen, für die Nachkommen der vielen tausend Opfer. Gleichzeitig gibt es aber auch einen großen Aufgabenbereich, der in Richtung Dokumentation und Forschung geht. Es gibt einen großen Bereich und der ist heute fast der entscheidendste und der wichtigste. Es geht um Bildung und es geht um Vermittlung.